eigentlich ist ein pointiertes Stück für gerade diese Umstände. Es geht um Theater und wie Theater sich in Notzeiten behauptet. Ja, wie man gegen Widerstände an Theater macht. Verismus ist ein Manifest für Wahrhaftigkeit, für ungeschminkte Darstellung von menschlichen Trieben, menschlichem Leid. Wahrhaftigkeit hat immer Relevanz. Also das ist toll, dass das Stück selber dieses Theater auf dem Theater so deutlich thematisiert. Angst treibt einen in die Eifersucht rein. Die Eifersucht kann schlimme Auswüchse haben, kann zum Verbrechen werden. Hier gibt es diese Schizophrenie. Wann ist man im Theater noch? Wann ist man schon im Privaten? Eine zunehmende Durchdringung bzw. ein Oszillieren zwischen den Welten. Das ist das Kapital von dem Stück. Pajazzo findet in einem Theater statt und ein der wesentlichen Elemente des Theaters ist eben das Licht. Licht ist die Metapher sozusagen, ist die Metapher fürs Leben, so wie Dunkelheit ist die Metapher für den Tod und die Angst. Diese zwei Elemente sind wesentliche Elemente in unserem Konzept. Verismus hier nicht mit Farbe zu übertünchen, sondern ehrlich bloßzustellen auf einer großen schwarzen Bühne und trotzdem Illusionsraum mit Lichtern werden einem Welten vorgegaukelt, ein Synapsenraum, der zunehmend irrlichtert.